Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespiel Trainer Go. Wurde gewünscht. Und ja, so ähnlich wie Pokémon soll es wohl sein. Dann lassen wir uns danach mal überraschen. Ich will eigentlich meinen Namen eingeben. Ach ja, okay. Ist einfach nur ein riesiges Schreibfeld. Ach so, drei Linksbuchstaben ist maximal 7. Oh, Alter, ernsthaft? Ey, die Namen können nicht alle schon vergeben sein. Kannst du mir nicht erzählen? Willkommen in der prächtigen Welt der Pokémon. Tipp auf den Fall mit der wundersamen Abend, bla bla bla. Durch das hochwertige Gasophon erhältst du hochwertige Pokémon. Krass, dass die einfach mal, ja, die ganzen Namen und die Grafiken nehmen konnten, sage ich jetzt einfach mal so. Vom Original Pokémon, ich denke mal nicht, dass das ein Original von hier Dings Entwickler sein wird, von Pokémon. Von Nintendo oder wer auch immer da der Entwickler wirklich war. Mauzi! Sind keine Einschränkungen vorhanden, erscheint kein Pfeil und du kannst nur normalen Schaden verursachen. Belohnung für die ersten 2 Sterne, Belohnung für die ersten 3 Sterne, Belohnung für die ersten 4 Sterne. Dum, dum. Du hast die ersten 2 bestanden. Übrigens, wo du 4 Sterne errungen hast, sind deine Belohnungen auch reichlich ausgefallen. Danke sehr. Oh, 10 Erfahrungen, 10.000 Erfahrung, 10.000 Gold. Rollenlevel auf 2 aktuelle Kraftpunkte von 54 auf 59, maximal Kraftpunkte von 60 auf 61 und maximal Pokémon von 5 auf 60. So, wer ist das? Füttere dein Pokémon einen Tap-Candy, damit eure Freundschaft Level 5 erreicht. Nicht nur seine Eigenschaften werden steigen, du wirst auch noch Großattacken freischalten können. Okay. Dann sind wir mal auf Stufe 5. Happy, mehr Happy. Die Freundschaft steigt. Neue Fähigkeit lernen Flammenwurf. Das Ziel wird in ein Flammenmeer gehüllt, verursacht Feuer-Spezialangriffsschaden. Ein Bisasam, das ist eine Bewertung für die Instanz. Die Ziffern stehen für die Sterne an. Tippe hier, um dir die Beschreibung anzusehen. Je höher die Bewertung, desto mehr Belohnung erhältst du am Ende in der Instanz. Vernichte das Ziel und setze eine Special Attacke ein, um einen Zusatzpunkt zu bekommen. Wenn du angegriffen wirst oder deine Punkte Pokémon sterben, werden dir Punkte abgezogen. Am voller Balken wird deine Bewertung erhöhen. Du wirst mit 1 bis 4 Sternen bewertet. Für jeden Feind, den du besiegst, steigt der Balken. Ah ja, okay, jetzt bin ich hier aber 3 Sterne. Die Raserei von Glumanda ist voll. Probieren wir einmal die Großattacke aus, die er gerade gelernt hat. Großattacke wird ebenfalls zu einer höheren Bewertung. Wahrscheinlich auch beide, oder? Ja, war klar. Ding, 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 ding. So, erstmal das Safcon greift an. Damit nicht dann nutze weiter ihre Fähigkeit und greife Feinde an. Und jedes Mal, wenn ich angegriffen werde, verliere ich halt einen Punkt. Meine Maus ist weg, doch da ist er. Wusch. Oh, jetzt hätte ich eigentlich einen anderen Attack machen können. Habe ich verwechselt. Oh, wieder alle Belohnungen bekommen, alle Sterne. Mhm.
20 Erfahrung, 2000 Gold. Wieder ein Level up. So, wir können die Attacken aufrüsten. Lass uns das Fähigkeitenlevel hier, damit deine Pokémon noch mehr Schaden durch ihre Fähigkeiten verursachen. Glut um ein Level aufsteigen, 200 Gold hat gekostet. Beachte außerdem, das Fähigkeitenlevel kann niemals höher als das Pokémon-Level sein. Vergiss deshalb nicht, die Fähigkeit zu verbessern, nachdem du dein Pokémon verbessert hast. Ein Raupi. ...1527 Kraft als Raupi. Oh, wir können das auf jeden Fall verbessern. Wir haben irgendwie so EP-Dinger gegeben, das heißt, sie bekommen Erfahrung. Hier mal wieder irgendwie Freundschaftskrams. Wird da wieder ein bisschen stärker. Hier seht ihr, alle Punkte kommen und gehen halt höher. Und es hat das Elektronetz erlernt. Fängt sie mit einem elektrischen Netz und senkt deren Initiative um 40%. Also die Schnelligkeit, wie sie im Kampf angreifen können. So, wir haben beide. Sehr gut. Autokampf ist aktiv. Tippe auf den Knopf und gönne deinen Fingern eine Pause. Zack. Boah, Stern, du greifst ja geil an. Und wieder viele Belohnungen. Eine Katzenkekse, geeignet für Freundschaftsstufe 1 bis 9. Und ein Zeichen von Luxus, die Kristalle. Brumm, und wieder schön aufgestiegen, die Level. Oh, die Pokémon sind Level aufgestiegen. Ernsthaft, wir müssen echt nach jeder Mission jedes Mal zu den Typen hin. Super nervig. Die Aktion Ertrag ist. Ertrag ist nur schnell deinen Ertrag ab. Wo denn? Abholen. Und jetzt können. Oh, Pikachus Freundschaft. Ah doch, da ist es. Ich hab's gesehen. Hier, Aktion. Ah, das ist das gewesen. Okay. Instanz 4. 6 Stück gibt es. Mit jeweils 4 Sternen. Behält er sich den Autokampf? Ja. Ab dem Rolllevel 5 wird die zweifache Geschwindigkeit freigeschaltet. Boah, jetzt überlebt, ernsthaft? Zartag hieß die Fähigkeit, glaube ich, von Mauzi. Wo man angreift und Geld wieder bekommt. Cool, cool. Und Level 5, jetzt haben wir doppelten Speed wieder. Erster Tag, 7 Tage Belohnung. Morgen gibt es Pikachu. Die roten Punkte im Gesicht sind die Speicherorte des Stroms. Wenn es wütend wird, gibt es von dort aus starke Stromschläge. Okay, was? Ernsthaft Pikachu? Geile Sache. Mew! Geil. Achso, und dies ist wieder erster Tag gewesen wieder. Not bad. Möchte nicht aufladen, lass mal. Achso, verbessert einmal die Fähigkeit. Einmal den Flammenwurf. Fähigkeitenpunkte 8. Ups, möchtest du. Man muss Fähigkeitenpunkte kaufen. Tackle. Und die laden sich halt erst nach einer bestimmten Zeit wieder auf. Haben wir nochmal Gluthör. Gluthör. Gluthör.
Und deshalb maximal Level 5, deswegen kann er maximal nur Level 5 erreichen. Der Skill. Dann können wir auch Max machen, zack. Aber bist du noch auf Stufe 4? Verstehe ich nicht. Ich will aber gucken, wann die Punkte sich wieder aufladen. Und nach welcher Zeit? 5 Minuten? 10 Minuten? 5 Minuten, okay. Also alle 5 Minuten gibt es einen Punkt und ihr seht, wie viele Skills die haben. Unterschiedlich immer wieder. Freundschaft Level 10. Achso, ich kann das gar nicht auswählen. Das ist ja doof. Ich wollte es jetzt noch nicht geben. Ich wollte erstmal gucken, wie weit ich aufsteige, aber gut. Hier, zack. Erstmal die Belohnung mitgenommen. Besteht 10 mal eine beliebige Instanz. Und Regenbogen, bla bla bla, 5. Instanz. Ja, jetzt werden wir auf jeden Fall ordentlich Damage machen. Beschleunigen den Kampf um das Doppelte. Zack. 522 Damage. Ein Magnetilo. Mission Abenteuer 5 von 10. Und wieder ein Level Up. Funktion Abholen ist aktiv. Vergiss nicht, täglich deinen Ertrag abzuholen. Da oben. Und hier gibt es nochmal die täglichen Login-Belohnungen. Geldbeutel einmal. Diese 7 Tage Login-Belohnung ist was Besonderes. Das hier ist ja einfach Standard-Krams, den jeder bekommt. Barschwa. Pikachu abholen. Achso. Erststurm. Achso, Aufladung. Wir verschenken Super-Pokémon. Lade 2000 Diamanten auf und wir schenken dir einen Gelatini. Ein super starkes Eis-Pokémon. Lade 6000 Diamanten auf und wir schenken dir einen Larvita. Was dann im Endeffekt. Oh, dieses Vieh habe ich geliebt. Ich weiß nicht, wie das auf der letzten Entwicklungsstufe genannt wird, aber das war so heftig. Und das kenne ich nicht, das scheint ein neueres Pokémon zu sein, aber Larvita, das habe ich auf jeden Fall in der Saphir-Edition, glaube ich, genau, mit dem gespielt. Gut, mein lieben Freunde, gibt es später noch ein Reittier. Fragmente. Mew, Mewtwo. Lugia, das ist nicht Ho-Oh, wer ist das hier? Yveltal kenne ich nicht, das ist Kyogre. Sekrom, das ist, kenne ich auch nicht, das müsste ich kennen. Giratina, das ist aus Platin, müsste das sein? Oh, habe ich nie wirklich gespielt. Darkrai, Arceus, Larvita, Vonaira, Togepi, Arctos, aber gibt es sogar Arctos. Raikou, Entei und Suicune. Die legendären Pokémon in Kristall. Ich glaube, Kristall ging eher um Suicune. Ich glaube, die gab es auch in Gold und Silber, oder? Da hast du die drei auch. Latias, Celebi, Metagross. Okay, es sind anscheinend alle Pokémon, die man. Ne, es sind nicht alle Pokémon, die man bekommen kann. Ah, egal. Ach, die Fragmente, Hier sind alle Pokémon, die man bekommen kann anscheinend. 50. Ich dachte, das ist der Pokédex. Stärker werden. Ich will stärker werden. Okay, das hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Level erhöhen. Okay. Gut, meine lieben Freunde. Das ist das gewesen Spiel zu Trainer Go. An sich ein cooles Spiel. Kann man erstmal nicht meckern gegen irgendwas. Ja, und wer spielen möchte, gibt es glaube ich bisher nur auf Android, bin ich der Meinung. Und auch nur als unveröffentlicht irgendwie wurde, unveröffentlicht glaube ich oder so nannte man das, unreleased. Ja, wer spielen möchte, wie gesagt, Videobeschreibung sind Links zum Spiel, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Angespielt, ciao.